Talos zum Gruße, werte Mitstreiter, und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Let's Play Skyrim. Im letzten Part haben wir uns ja den Sturmmänteln angeschlossen und haben nun von, ja, dem Leibwächter von Ulfric Sturmmantel eine Aufgabe bekommen. Können wir mal ganz kurz schauen. Genau, und zwar ist das so jung und schon bei den Sturmmänteln. Genau, und dieser sollen wir einen Eisgeist umbringen, sozusagen als Bewährungs... Ja, dass wir uns hier für würdig erweisen, dass wir auch ein Sturmmantel werden. So, dann wollen wir mal nach draußen und diesen sogenannten Eisgeist zur Strecke bringen. Dieses Wetter. Ich habe gehört, dass sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Vampirjäger oder so in der alten Festung in der Nähe von Rifton. Ist vielleicht sogar etwas für mich. Ja. Oder so? Ja, dieses Wetter in Himmelsrand. Schlimm. So. Wollen wir mal. Wieder mal falsche Taste hier zum Sprinten. So. Genau, alle, die von euch vielleicht gehört haben, dass ich ja jetzt mit WoW anfangen möchte, mit dem neuen Add-on Warlords of Draenor. Keine Angst, das kommt auch. Aber jetzt, wie gesagt, konnte ich Donnerstag das noch nicht Let's Playen, anfangen zu Let's Playen. Ich muss die Augen offen halten. Diese verdammten Drachen. Ja, und zwar in diesem Launcher, den man öffnet, stand auch noch drinne, und selbst in diesem Anmeldebildschirm stand drinne, dass irgendwie noch Probleme mit den Servern und Latenzprobleme und all so ein Schmarrn, und das möchte ich euch einfach ersparen, bevor ich das anfange. Ich setze mich jetzt morgen ran, also Samstag so gesehen. Und werde dann die ersten Folgen davon anfangen zu Let's Playen. Aber wie gesagt, diese ganzen Latenzprobleme und sowas, das wollte ich euch einfach ersparen, dass man immer wieder rausfliegt oder so zwischendurch. Oder Ruckler. Nee, dann fange ich lieber ein paar Tage später an damit. Und dann habt ihr einen sauberen Fluss damit. Genau, so. Jetzt muss ich nochmal ganz schnell schauen. Hier haben wir Reise nach Solzheim. Oh Gott, da oben müssen wir hin. Gut, töte den Eisgeist. Also, wo ist er? Bernd, wir brauchen dich. So, da ist er. Abmarsch. Huch. Jetzt müssen wir nur mal sehen, wie wir da hinkommen. Ja, genau. Jiha! die Pferdchen können ja schwimmen, ne? Dann reiten wir mal kurz darüber. Und da vorne wollen wir dann hoch, genau. So. Schwimmpferd, schwimm! Bernd ist ein guter Schwimmer. Man braucht nur eine Angel mit einer Karotte, die man dann vor seine Nase hält, und der läuft überall lang. So, ja. Hoffen wir mal, dass wir hier vorne dann rauskommen. Weil so eine Eisscholle, da will er nicht. So, und weiter geht's. Mal sehen, was uns bis dahin alles begegnet. Der Sven, der folgt uns. Der ist gleich dann auch da. Was haben wir da? Natürlich, Wölfe. Wer hätte es gedacht? Den wollen wir mal ganz schnell davonreiten hier. So, in den Kommentaren habe ich gelesen und beantwortet, dass doch, dass es einen coolen ich glaube, Ebenerz oder auf jeden Fall einen Kriegshammer gibt. Und nochmal Wölfe. Der auch gleichzeitig ein dädrisches Artefakt ist. Und damit auch sehr
mächtig. Da werde ich mich mal drüber informieren. Und den gegebenenfalls dann im nächsten Part, Montag, mal versuchen zu holen. Und mal gucken, ob wir den dann weiterhin verwenden, ne? Aber ich denke, da es ja ein mächtiges, dädrisches Artefakt ist hier aus Skyrim. Wow, da geht's ganz tief runter. Okay, boah, mein Gott. Ja, Schneesturm hier. Genau, und dann wollen wir den... Eiswolf. Aha. Dann wollen wir uns den noch holen. Genau, und dann sind wir wieder ein Stück mächtiger. Oh. Und schon hört's auf zu schneien. Geht weg. So, wo müssen wir hin? Da. Das ist aber auch hier. Komm, Pferd, komm. Bernd, gib Gas. Na, einmal die U-Boot-Perspektive hier eingeschaltet. So. Dann haben wir den Weg auch gleich geschafft. Es müsste der Pfeil eigentlich da hinten sein. Genau. Ja, leider gibt es nicht sowas wie schnelles Schwimmen oder so. Das wäre ja zu schön, um wahr zu sein. Dass wenn man die Sprint-Taste dann drückt, dann der auf einmal da, was weiß ich. Bernd fängt an zu kraulen hier. So. Ja, da oben ist, glaube ich, auch ein Wächterstein, sofern ich das noch weiß. Aber wir sind mit unserem Kriegerstein ganz zufrieden eigentlich. So. Komm, gib Gas. Da oben. Das sieht doch schon nach was aus. Dann wollen wir da vorne mal an der Seite mal hochreiten. Ich hoffe mal irgendwie, dass Sven dann auch gleich kommt. Bernd lassen wir natürlich hier unten stehen. So, mal sehen. Mal heute irgendwie einen leichten Frosch im Hals. Entschuldigt dies bitte, falls ich mal räusper zwischendurch. So. Dann wollen wir mal absteigen. Wir können natürlich auch eben... Ah, super, alles klar. Okay, warten können wir nicht. Aber wir können speichern. So, wollen wir doch mal versuchen, haben wir denn eigentlich sowas wie, genau, super, das müssen wir kurz vorher einwerfen. Oh, da ist er schon, die Musik verändert sich. So, komm ran hier, du Vieh. Oh, geht ja. Hey, komm. Zack. Och, ja, okay. Habe ich mir ein bisschen schwerer vorgestellt. Aber okay. Aber okay. Wollen wir nochmal kurz hier den... diesen Stein hier anschauen. Der Schlangenstein entdeckt. Der Schlangenstein... Wer unter dem Zeichen der Schlange steht, kann einmal pro Tag ein lähmendes Fernkampfgift auf seine Gegner verspritzen. Ah, klingt ja interessant. Aber wir bleiben natürlich bei unserem Kriegerstein. So. Den Rückweg erspare ich euch mal. Da wollen wir mal schnell reisen. Einmal zum Palast der Könige. Und wir könnten ja demnächst auch mal wieder in Weißlauf vorbeischauen. Und uns mal wieder... Wie viel Gold haben wir denn? Na ja, gut, ja. So ein paar Sachen für unser Häuschen können wir uns schon wieder kaufen. Das ist gut. Warum verschwenden wir doch gleich Zeit? Die Dunmeer nehmen ihre Gebäude gerne neuen Krisenclub zu sich. Warum sie diesen Ort nicht einfach Taverne nennen, habe ich nie verstanden.
Ja, sie ärgern. Sie unterstützen euch nicht alle. So. Die Jarl sollen verdammt sein. Das müsste der Hofmagier sein. Und die Hallo, guten Tag. Verdammt sein. Wir sollen riskieren, dass diese Milchtrinker Toriks Frau auf den Thron setzen? Die präsentiert Himmelsrand den Elfen doch auf einem Silbertablett. Diese verdammten kaiserlichen Ketzer. Noch ein Grund mehr. Die Krone würde euren Anspruch legitimieren. Eine Krone macht noch keinen König. Nein, aber diese... Wenn sie überhaupt existiert. Es gibt sie wirklich. Sie wird das Symbol für die Rechtschaffenheit unserer Sache sein. Das solltet ihr einmal bedenken. Die Zackenkrone. Sie kündet von einer Zeit, in der es weder Jahr noch Volksversammlung gab. Einer Zeit, in der ein König noch ein König war, weil seine Feinde vor ihm niederfielen und sein Volk sich erhob, weil es ihn liebte. Himmelsrand braucht einen solchen König. Und ihr werdet dieser König sein, Ulfric. Ihr müsst dieser König sein. Seid ihr sicher, dass ihr sie gefunden habt? Wann habe ich euch jemals belogen? Gut, ich sende den Unblutigen hier mit euch. Habt ihr Lust, durch einen moderigen Kerker zu kriechen, um zu sehen, ob ihr Galmars Zackenkrone auftreiben könnt? Sie ist dort. Ihr werdet schon sehen. Ihr lebt. Dann schulde ich Ulfric einen Met. Ich muss gestehen, ich hatte nicht erwartet, euch noch einmal zu sehen. Ich habe euch falsch eingeschätzt. Ihr habt eindeutig das Zeug zum Sturmmantel. Wir sollten die Sache jetzt amtlich machen. Seid ihr bereit, euren Eid abzulegen? Lege den Eid ab. So, meinen Eid. Reicht es nicht, dass ich Kaiserliche bekämpfen möchte? Wollt ihr damit sagen, ihr habt mich dort rausgeschickt, damit ich sterbe? Ganz und gar nicht. Dies war eine Prüfung eurer Fähigkeiten und eurer Entschlossenheit. Ich zweifelte daran, dass ihr auch mit dem Herzen bei der Sache seid. Ihr habt mir das Gegenteil bewiesen. Das respektiere ich. Doch genug der Sentimentalitäten. Es wird Zeit für euch, euren Eid abzulegen. So, machen wir das. Ihr könnt einen Kaiserlichen euer Schwert in den Leib rammen, wann immer ihr wollt. Das macht euch aber noch lange nicht zu einem Sturmmantel. Wir kämpfen nicht nur gegen die Kaiserlichen. Wir kämpfen, um Himmelsrand zu alter Pracht zu verhelfen. Um dem Land den König zu geben, den es verdient. Hurra! Genau. So, ich bin bereit, den Schwur zu leisten. Das ist die richtige Einstellung. Wenn ihr diesen Eid ablegt, werdet ihr einer von uns. Ein Held des Volkes. Ein wahrer Sohn Himmelsrands. Ein Sturmmantel. Sprecht mir nach. Ich schwöre, mein Blut und meine Ehre in den Dienst von Ulfric Sturmmantel zu stellen. Ich schwöre, mein Blut und meine Ehre in den Dienst von Ulfric Sturmmantel zu stellen. Von Windhelm und wahrer Großkönig von Himmelsrand. Dem Jarl von Windhelm und wahrer Großkönig von Himmelsrand. Talos sei mein Zeuge, möge mich dieser Eid binden, bis in den Tod und darüber hinaus. Talos sei mein Zeuge, möge mich dieser Eid binden, bis in den Tod und darüber hinaus. Mein Herrn, wie an meine Waffenbrüder und Schwestern. An meinen Herrn, wie an meine Waffenbrüder und Schwestern. Ruhm und Ehre den Sturmmänteln, den wahren Söhnen und Töchtern von Himmelsrand. Ruhm und Ehre den Sturmmänteln, den wahren Söhnen und Töchtern von Himmelsrand. Ihr seid jetzt einer von uns. Also dürft ihr mit mir auf eine kleine Reise gehen. Ach ja, hier. Da ihr nun zu den Sturmmänteln gehört, solltet ihr euch auch dementsprechend kleiden. Hab Dank, Galmar Steinfaust. Begonnen, die Zackenkrone. Wie lautet die Mission?
Ich habe die letzte Ruhestätte der Zackenkrone gefunden. Mit großer Wahrscheinlichkeit jedenfalls. Ist das nicht unglaublich? Unser Ziel ist Corvan Yund. Sollte der alte König Borgas tatsächlich dort begraben sein, müssen wir mit Problemen rechnen. Eure Sturmmantelbrüder sammeln sich bereits vor dem Grab. Wir treffen uns dort, sobald ich hier alles erledigt habe. So, was haben wir denn noch hier? Trifft Galma an oder vor Corvan Jung. So. Rechnet ihr mit Gefahr? Oh ja. Der alte König Borgas wurde auf der großen Jagd getötet. Nur die Götter wissen, mit welch frevlerischen Künsten diese Elfen seine Überreste verflucht haben. Von Flüchen einmal abgesehen. Sind die Gräber von Königen denn nicht immer voller Fallen, um Grabräuber abzuwehren? Aber keine Sorge. Nichts, womit ein Haufen Sturmmäntel nicht fertig werden könnte. So sieht es aus. So. Gut. Wartet nicht auf mich, Platzhalter. Gut. Bitte was? Was? Platzhalter? Was war denn das hier? Rüstet euch mit dem Notwendigen aus. Willkommen im Kampf, Bruder. Willkommen im Kampf, Bruder. Danke, Galma. Kämpft wacker oder sterbt. Jo. Gut. Was? Nun. Gefälligst zum Rest der Männer in Corvan Yund. Ja, beruhig dich. So. Sven, hä? Nun sind wir offiziell Sturmmäntelkrieger. Jawohl, wir haben uns einer Fraktion angeschlossen. Wir haben uns entschieden für die Sturmmäntel und damit Jarl Ulfric Sturmmantel zu dienen. Und wir haben einen sehr epischen Eid, wie ich finde, geleistet. Und ja, dann soll's so in der nächsten Folge weitergehen. Und zwar mit der Zackenkrone, die wir holen müssen. Ein altes Artefakt, um einen wahren König zu krönen. Aber da werden wir dann mehr im nächsten Part drüber erfahren. An dieser Stelle mache ich jetzt einen Cut und wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns dann in der Montagsfolge, wenn ich dann versuche, diesen... diesen Ebenerzhammer zu holen, diesen Kriegshammer. Und dann wird es dann in dem übernächsten Part, oder je nachdem, wie schnell das geht, dann auch mit dieser Zackenkrone hier weitergehen. Genau. Also an dieser Stelle ein wunderschönes Wochenende und wir sehen uns im nächsten Part. Lasst mir noch einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dahin, macht es gut. Ciao.